Hallo Leute, willkommen bei Burg Schattenfang. Wir machen einfach da weiter, wo wir in Ernannt uns aufgehört haben, nämlich zu zeigen, wie man hier läuft und wie das im Low-Level-Bereich aussieht. Hallo Norion und Nico. Hallo. Guten Morgen. Morgen. Psst! Ohne AOE ist das alles Kacke. Ja, definitiv. Doom. Also, jetzt haben wir zwei Mogs und zwei Schurken dabei. Ja. Bei mir sieht das aus: Orange, Grün, Gelb, Grün, Gelb. Toll. Dann ist Gelb, Orange, Grün, Gelb. Oh, ich weiß noch, wie hart das damals hier im Hero-Modus war. Oh Gott. Das kann ich schon mal jetzt hier alles nicht tanken. Das funktioniert einfach nicht. Also, bisher haben nur du, ich und der andere Kerl, also der andere Mensch. Ich hab keine. Lol. Was denn? Nico, der andere Schurke macht viel mehr Schaden als du. So, wenn man hier hochkommt, dann einfach nach links. Da hinten kommt man erst später durch die Tür. Dann muss man erst hier oben alles clearen. Ich glaube, wenn man unten den Boss zuerst pullen würde, dann würden alle da runterrennen, oder? Ich weiß es gerade nicht. Keine Ahnung. Ist auf alle Fälle so, dass wir den Boss töten müssen. Dann können wir das Gefängnis aufmachen, um dann den Kerl da rauszuholen, der uns dann durch die Tür schickt. Ich hab den gar nicht im Target hier, den Kollegen. Ich aber. Warte, ich geb uns mal allen Hot, weil der uns gleich, denke ich, hier hochwirft. Jo, genau. Hat der super funktioniert? Gut, wenigstens konnte ich noch meinen Leute. Du musst sofort abspotten. Nö. Oh, falsche Haltung. Lol. Wodurch hast du die denn jetzt so krass hochgehalten? Ich? Nein, Niklas. Ich hab Verjüngung auf die drauf gesetzt. Nee, weil die auf einmal wieder über die Hälfte HP hatten, so ganz plötzlich. Verjüngung? Never. Genau, so, jetzt sind hier. Ach, da sitzt schon Worgen. Unsere Kamerädchen. Ja, aber wo bleibt denn jetzt der Ombre? Ja, der braucht einen Moment, oder hat er noch keinen angesprochen unten? Hä? Also, ich hab nur die Quest abgegeben. Hey, bin ich doof? Mhm. Wollte man das hier nicht aufmachen? Ja, doch, wir müssen hier weiter. Dann offen jetzt. Guck, da kommt er. Tatsache. Erstmal gegen die Wand rollen, buffts. So, dann kann man durch die Tür. Wenn Burg Schattenfang verreckt, gewiped ist. Oh, jo. Ich zwischenzeitlich auf Panda Schaden gespielt habe, da war das Ding hier verbuggt. Da bist du hier reingejoint und alle Mobs waren 90 plus. So mit Level 20 rum halt, ne? Ach, ihr Drecksviecher. Ich hab Lust, einen Hexenmeister zu spielen. Nico, du bist übrigens sehr leise. Ja, das ist mir bewusst, weil ich nur leise rede. Ja, wir nehmen auf, da musst du laut und deutlich reden. Oh Gott. Ich aber nicht. Wir Level 22 werden. Ich auch, aber ich bin jetzt gleich erstmal Level 21. Ja, ich auch. Niklas, du bist doch gerade erst 20 geworden. Echt? Nee, noch gar nicht. Du bist doch gerade erst 20. Voll witzig, Nico. Du hast viel, viel weiter gedacht als wir alle. Das war eine Feststellung. So, an dieser Stelle gibt es zwei Möglichkeiten vorzufahren. Ihr ja, tötet mal den Geist. Auf der einen Seite kann man jetzt wahrscheinlich, wie wir es machen werden, hier links runter, korrekt? Ja. Durch die Tür gehen. Der Weg ist, glaube ich, länger. Woll? Geht hier nicht die normale Questreihe einfach auf?
Ja, eigentlich geht's ja immer, Ja, also ja. da sind noch Bosse drin, man kann aber das auch verkürzen, indem man rechts rumläuft. Und dann kommt man, glaube ich, ein oder zwei Bosse weiter raus. Ich glaube ein. Jetzt Ja, wie langkommen. gesagt, das ist der normale Weg hier. Einmal durch die Küche, dann durch den Speiseraum, Zeugs. Ja. Oh, das ist echt scheiße, so zu tanken. Jawohl, ein Level noch. Dankeschön. Echt 1500 mehr EP als ich. Also, ich pulle jetzt erstmal an. Ich hab grad echt was gepult. Der hat jetzt nicht. Lol, der hat gerade alles getankt. Ey, gepult, meine ich. Ich hab doch noch keine AOE-Fähigkeiten, du. Honk. Das ist schlimm, Hilla macht das. Ist echt so. Ich brauch's in den. Ich krieg überhaupt keine Wut, dass ich hier mal gescheit wenigstens wilde Verteidigung einsetzen kann. Nur weil ich die letzte Attacke verfehlt habe, und wir sollten vielleicht mal dem Healer helfen. Dankeschön. Och, Menschenskinner, lass ihn doch von hinten angreifen. Na, hier ist auch schon der nächste Boss. Bisschen, wie auch immer. Dam, dam, da, da, da. So. Das war der Boss für die Quest. Dann geht's Einer hier links vorbei. oder rechts weiter, das ist egal. Man kommt hier zusammen raus und hier kann man sich auch einen Weg raussuchen. Nee, rechts kommt man doch her, wenn man nicht innen rumgeht. Echt? Ja, dann so. Genau. Wie gesagt, dann überspringt man den einen Boss, macht man, warum auch immer. Weiß nicht, eine Zeit lang haben wir das auch mal gemacht, ich weiß aber nicht mehr warum. Weil es da drin echt hart war früher, auf Hero. Da Ganz am hinten. Anfang. Stimmt, gerade in dem kleinen Raum da waren viele auf einmal nicht mehr für den Healer im Sichtfeld und so. Genauso wie hier, das war auch richtig hart damals. Jo, der Boss, der war richtig krank. Oh ja. Wobei man eigentlich nur ein paar Sachen beachten musste. Hier musste man teilweise noch C10. Oh nein. Klar, ganz am Fähigkeiten Anfang. einsetzen. Shit. Damit bin ich überfordert. Hauptsache, ich bin auf der Nase schon respektvoll. Wohlwollen. Ich habe mir einen direkten Wappenrock geholt. Ja, okay, dann. Eigentlich voll die Idee. Oh, wirklich? Ich bin gerade jetzt in Sturmwind angekommen, also, nee. Also, jetzt habe ich. Ja, den Wappenrock gibt's ja auch nicht in Sturmwind. Ja, klar. Guck mal, Tod und Verfall vom Boss. Aber nur in cool. Klar, Grüne Area, erstmal reinlaufen. das ist eine der coolsten Schilde überhaupt, die es in diesem Spiel gibt. Das stimmt. Ungelogen. Ja, cool, aber das sind halt die Kann ich Anzeichen irgendwie drauf. Quest abgeben? Ja, als Ali. War hier nicht irgendwas mit einer Quest? Ja, ein paar Meter weiter. Konnte man da nicht den, die Quest gerade abgeben? Nee. Was machen die denn da? Habt ihr das gerade gesehen? Nee. Gerade durch die Luft geflogen, die Worgen. Die sind gesprungen. Bei mir sind die einfach in der Luft geflogen. Also so, die standen einfach in der Luft rum. Easy peasy, lemon squeezy. So, ganz wichtig hier die Links-Rechts-Links-Schikane. Woll, nochmal rechts, links. Bloß nicht verwechseln.
vor der Kurve runterbremsen, runterschalten, am Scheitelpunkt der Kurve rausbeschleunigen. Genau. Ich weiß noch in dem Raum, wie man hier aufpassen musste, dass man erst die eine Gruppe pullt und so. Zack, erstmal ein paar fette Heals drauf, Klatsch über Heilung auf 9000. Was ist denn noch über 9000? Waren das nicht mal mehr hier? Ja, stimmt, das waren noch mal mehr. Waren doch irgendwie so 10 Stück oder so. Meine auch. Vielleicht im Hero Mode. 6 Stück mindestens. So, ich hab keine 4, nicht an jeder Seite 2. Ich sag ja, vielleicht im Hero Mode. What the fuck, was denn? Hä? Hey, was ist denn hier ein Hubbel? Was für ein Hubbel? Treppengang, wer baut denn so eine Treppe? Erst 3 Stufen nach oben, um dann nach unten zu gehen. Ja, damals im Mittelalter war das so, hör mal, da hast du gebaut und dann fiel die auf, oh shit. Ja egal, bauen wir wieder runter. Oh shit. Ungefähr der Wortlaut, wa? Ja, das war auch immer bei Burgschattenfangen das Blöde, halt diese engen Räume und engen Gänge. Dadurch ist die Kameraführung für den Arsch und für den Healer auch besonders. Ja. Der Monk macht das extrem gut, dass er die ganze Gruppe stunt. Oh Gott, der Noob-Filter. Die Ecke da. Bin schon so oft runtergefallen. Echt? Des Grobmotorikers tot. Ja, genau. So, vor allem, wir bauen so einen Treppengang, ey. Oh, und dann auf einmal nach rechts anstatt nach links. Ach, ihr seid schon am Boss, sagt das doch. Auf Hero war der auch so hart damals. Jo. Oh nein, bewegen, oh no. Wie, ist er schon tot? Was ist da denn los? Und es ist noch keiner gestorben, ich konnte noch gar keinen wiederbeleben, ich bin enttäuscht. Ich bin das gewohnt, dass man hier die ganze Zeit Orks anspricht und nicht irgendwelche Worgen. Ja, genau, das hat mich auch so verwundert. Irgendwie waren die Orks schneller als die hier, guck mal, wie lange die hier warten. Kein Wunder, dass die alle so schlecht sind. Ach, ist das unterschiedlich, jo. Ja. Mach hin, ne. Da hat sich Blizzard richtig Mühe gegeben, hör mal, hör mal. Hört, hört. Vor allem Dingen, bei uns heißt das General, hier heißt es Rudelführer. So ein Pack Hunde. Lol. What the fuck? Was war das denn jetzt? Ich wollte gerade sagen, aber bitte nicht da runterfallen und flupp. What the fuck? Das sah vor allem mega witzig aus. Der irgendwie rollt nur nach los. Ja, ein Monk kann sowas Cooles. Nee, aber vor allem, der ist direkt so um die Ecke, so flupp. Was glaubt ihr, wie viel wir mit dem Equip, was wir jetzt anhaben, also mit den 90ern meine ich jetzt, bei WoD-Release, wie viel Damage wir da fahren, also wie viel DPS? Gar nichts, weil bei der ersten Quest alles ausgetauscht wird. Ne, wird ja auch alles runtergeschraubt. Ja, aber das wird doch nur in WoD runtergeschraubt, ohne, oh Gott. Oder?
Oh, nee, stopp. Ich will auf meine Healer Position. Oh, erstmal sollte ich healen. Ach so. Ach, okay. Also, machen wir denn heute so? Erstmal. Ach, schön. Oh, erstmal drin stehen bleiben. Ich will damit schaden. Boah. Okay, sollte ich mal rausgehen. Warum nicht? Nicht, Alter. Ich heal mich bis Ende. Mal, wieso habe ich halt keine Aggro von dem? Der ist doch rot bei mir. Auf jeden Fall, das ist ja hier der kleine Vorboss. Oder? Nein, ups. Das ist der Endboss. War hier nicht noch ein kleiner Boss drin? Ach nee, das war dieses Monstrosität-Zeugs. So, und das Ding, das kann man normalerweise super dodgen. Gut, genau. Gute Klinge ist gedroppt. Das zeige ich euch nochmal ganz kurz. Hier kann man ja auf die Mauer drauf, so, und dann hier rüber springen. Und hier hat man als Zauberer, Jäger oder sonstiges eine super Position, um Schaden zu fahren, aber dann nicht von dem Boss getroffen zu werden. Und das ist ja voll awesome. Das ist voll awesome. Awesome. Ja. Okay, 22. Kehrt zu Rodelführer Eva Blutfang zurück. Oh, jetzt habe ich eigentlich so eine Klicks. Oh nein. Die wollen noch mehr Runden mit uns machen. So. Ja, ist okay. Dann sage ich aber, ihr habt es jetzt gesehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif und lasst ein Abo da. Tschüssi. Tschüss.